Herzlich willkommen zur 31. LinkedIn-Show mit Datenschmutz. Heute am 12. März 2020, der wohl etwas anders verläuft, als wir alle uns das vorgestellt hätten. Händeschütteln wird in Zeiten wie diesen geradezu zum russischen Roulette. Wir Österreicher sind ja von unserer Regierung angehalten worden, Sozialkontakte auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Einhergehend damit wurden die Universitäten geschlossen, beziehungsweise der Lehrbetrieb an den Universitäten fällt aus bis nach den Osterferien, respektive wird durch Online-Lehre und E-Learning ersetzt. Schulen, die Oberstufen, sind ab Montag geschlossen, am Mittwoch dann alle Schulen in Österreich. Das betrifft natürlich nicht nur die Ausbildung. Es gibt auch einen behördlichen Erlass, dass Indoor-Veranstaltungen mit mehr als ab 100 Personen, also mit mehr als 99 Personen, untersagt sind, sowie auch Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Personen. Also doch recht drastische Maßnahmen, die mich auch betreffen, insofern, als dass ich nächsten Donnerstag auf der NEO-Videokonferenz einen Vortrag hätte halten sollen. Und die Blockloud-Konferenz Ende des Monats wird vermutlich auch verschoben. Das trifft natürlich nicht nur kleine Veranstaltungen, sondern auch Groß-Events. Der Wien-Marathon fällt aus in diesem Monat. Masters of Dirt ebenfalls. Wird sicherlich einiges an wirtschaftlichen Auswirkungen haben und keine leichte Herausforderung für die Regierung. Wir sind ja gerade erst, wenn man den Experten glauben darf, am Anfang dieser Krise, und diese Maßnahmen sollen in erster Linie dazu dienen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Also wenig Handschläge, wenig Umarmungen, Distanz momentan angesagt. Anders gesagt, auch im Business wird in den nächsten Wochen und Monaten die digitale Kommunikation, die Videokommunikation, also durchaus eine recht beträchtliche Rolle spielen. Die Technologien sind verfügbar und ich gehe als Optimist selbstverständlich davon aus, dass wir uns dann nach Ostern auch im Hörsaal wiedersehen werden. Damit wird das sozusagen ein augmentiertes Semester für Studenten an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen, teils E-Learning, teils Präsenzlehre. Also wie gesagt, eine nicht ganz einfache Krise, die aber, finde ich, bisher in Österreich recht beherzt und auch mit den geeigneten Methoden, auch wenn sie schmerzhafte Einschnitte bedeuten, angegangen wird. Und damit zurück zur nicht infektiösen Normalität der LinkedIn-Show. In Zeiten wie diesen, könnte man sagen, wollen ja schließlich nicht einmal Viral-Marketer oder Online-Marketer viral gehen. Ja, billiger Wortwitz muss auch sein. Man darf sich auch in schwierigen Zeiten das Lachen nicht verschlagen, das Lachen nicht verderben lassen. Nimm's mit Humor und hoffen wir auf das Beste. Aber wie gesagt, es geht ja auch ganz, ganz stark darum, das Gesundheitssystem eben nicht über Gebühr zu belasten, wie wir es derzeit ja bedauerlicherweise in Italien erleben. Aber damit nun wirklich zurück zur heutigen Sendung. Was steht euch, was steht uns bevor? In der Rubrik Frag den Ricci geht es heute um ein Thema, das bei mir in Workshops, aber auch in Coaching-Gesprächen immer wieder auftaucht. Brauche ich eigentlich einen LinkedIn Premium-Account, beziehungsweise was unterscheidet denn diesen Premium-Account von dem normalen, kostenfreien LinkedIn-Zugang? Mein Gast in dieser Sendung ist Udo Schlögl, ein fantastischer Headshot-Fotograf. Also Headshots, das ist eine englischsprachige Bezeichnung für Porträtbilder, wobei es sich um eine ganz spezielle Form von Porträt handelt, also diese klassischen Businessbilder. Darauf hat Udo sich spezialisiert, er hat auch mich fotografiert. Wir unterhalten uns über Fotos im Kontext von Personal Branding, über Online-Video und natürlich auch über LinkedIn, das Udo auch selbst recht intensiv nutzt. Dann habe ich für euch eine Vorankündigung für den letzten Tages-LinkedIn-Workshop im Frühjahr und die Status-Updates der Woche sind selbstverständlich auch wieder dabei. Also mit anderen Worten, without much further ado, kommen wir damit zu unserer beliebten Rubrik. Ha!
mittlerweile schon Übung im Ausweichen. Worum geht es dabei? Was sind die Unterschiede des LinkedIn Premium Accounts? Es gibt ja grundsätzlich mal unterschiedliche Preismodelle. Es gibt den Premium Essentials. Die Preise sind je nach Land etwas unterschiedlich, bewegen sich aber so im Bereich von 10 bis 20 Euro. In der Schweiz ist es, glaube ich, ein wenig teurer noch. Und dann gibt es den Premium Career. Die haben etwas unterschiedliche Funktionsumfänge, aber sozusagen die Grund, in erster Linie, was die Zahl der E-Mails betrifft. Was aber die grundlegenden Features von Premium Accounts angeht, da sind die alle relativ ähnlich. Schauen wir uns das mal live auf LinkedIn an. Die eine Sache, das ist sozusagen ein reines Vanity-Element. Wenn ihr einen Premium-Account habt, dann könnt ihr das hier anzeigen lassen. Ja, relativ wenig Mehrwert. Die zweite Sache, die bei Premium-Accounts ganz interessant sein kann, man bekommt ja hier auf LinkedIn in diesem Dashboard, Your Dashboard, diese Kennzahlen, die man eben nur selber sieht, die Zahl der Personen, die das eigene Profil angesehen haben, die Zahl der Video-Views und wie oft man eben in Suchen aufgetaucht ist. Wenn man einen Premium-Account hat, dann gibt es hier noch etwas detailliertere Statistiken. Man sieht einerseits den Verlauf, aber was sehr, sehr interessant ist, man sieht hier auch noch eine Clusterung der einzelnen Profilbesucher und kann sehen, bei welchen Unternehmen die arbeiten und so weiter. Also, ja, wenn die detaillierteren Statistiken wichtig sind, der wird mit dieser Funktion durchaus seine Freude haben. Ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist das sogenannte Open Profile. Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich auf LinkedIn jemanden kontaktieren möchte, dann muss ich zuerst mit ihr oder ihm vernetzt sein, um Nachrichten schicken zu können. Die Alternative wäre eine kostenpflichtige E-Mail. Und bisher war es möglich, halt nicht nur bisher, es ist immer noch möglich, für die Nutzer von Premium Accounts jeden Account auf Open zu stellen. Das bedeutet dann, dass jeder Nachrichten schicken darf. Diese Funktion habe ich immer für sehr, sehr relevant gehalten. Andererseits hat der LinkedIn vor kurzem den Marketplace gestartet, wo jeder Nutzer hier dieses Profilkästchen unterbringen kann und Dienstleistungen und Services anbieten. Und wenn man da gefunden wird in diesem Dienstleisterverzeichnis, kann man automatisch auch angeschrieben werden von Interessierten, ohne dass man dazu eben einen Premium-Account bzw. ein Open-Profile bräuchte. Das ist diese letzte Option hier in der Konfiguration, Allow LinkedIn Members you're not connected with to message you for free. Also mit anderen Worten eigentlich, es geht immer darum, wie will ich LinkedIn nutzen, wenn ich mich dort möglichst zugänglich, möglichst leicht kontaktierbar machen möchte, dann ist natürlich so ein offenes Profil selbstverständlich das Mittel der Wahl. Je nach dem Premium-Paket, das ihr kauft, gibt es dann noch eine gewisse Zahl von inkludierten E-Mails. Das sind eben diese kostenpflichtigen Nachrichten, mit denen man Personen, mit denen man nicht connected ist, einfach beinhart eiskalt in die Inbox eindringen kann. Und dann gibt es aber noch einen ganz, ganz wichtigen Bereich bei Premium. Und zwar LinkedIn, und das wissen gar nicht alle Nutzer, inkludiert eine sehr, sehr umfangreiche Learning-Plattform, heißt treffenderweise auch LinkedIn Learning, und ihr findet da Kurse zu ganz unterschiedlichen Themen. Ha, hier gerade von der Maike Leopold, ein Kurs über Corporate Blogs, vorgestellt. Man sieht das hier in der Übersicht ganz gut. Die Kurse sind unterteilt in die großen Themenbereiche Business, Kreativität und Technik. Und dann nochmals eben in unterschiedliche Themenbereiche. Die technischen Kurse natürlich sehr stark orientiert an Software, an Programmiersprachen. Bei Kreativität findet man viel über Design, über Grafik und im Businessbereich auch ganz viel zum Thema Rhetorik, berufliche Weiterbildung, Teamleitung, klassische Soft Skills, Leadership. Sehr, sehr tolle Kurse. Und eben bei allen Premium Accounts ist dieses Kursangebot in vollem Umfang enthalten, in allen Sprachen. Es gibt sehr viele englischsprachige Kurse, mittlerweile aber auch schon eine ganze Menge deutschsprachiger Kurse. Also ich würde empfehlen, wenn ihr vorhabt, ohnehin solche Kurse zu besuchen oder Online-Kurse zu machen, dann ist LinkedIn Learning eine ganz, ganz tolle Alternative zu anderen Anbietern, weil man eben nicht pro Kurs bezahlt, sondern wirklich das
ganze Programm inkludiert hat. Wenn ihr als Premium-Nutzer so einen Kurs anschaut, dann habt ihr anschließend nach dem Absolvieren des Kurses die Möglichkeit, diesen Kurs in eurem Feed zu teilen und eure Kontakte können dann wiederum diesen an sich kostenpflichtigen Kurs für 24 Stunden gratis ansehen. Also mit anderen Worten, eine recht tolle Möglichkeit, meiner Ansicht nach, wie man ja auch laufend interessante Inhalte für die eigene Community finden kann. Da gibt es wirklich tolle Kurse dabei. Für mich mittlerweile eigentlich fast der Hauptgrund. Es gibt dann noch ein paar kleine, nicht so wahnsinnig relevante Details in puncto Suche. Ich glaube, ein oder zwei zusätzliche Filter, die beim Premium-Account enthalten sind. Und ihr habt dann hier und da im Menü diesen Punkt Access My Premium. Wie gesagt, da sieht man noch alles auf einen Blick. Die personalisierten Insights, die E-Mail-Messages, die man eben mit dabei hat. Bei meinem Account wären das 15 pro Monat. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Business Insights. Wenn ihr eine LinkedIn-Page besucht, also eine Unternehmensseite, nehmen wir mal LinkedIn selbst, die Company-Page, dann habt ihr hier, steht ihr daneben Premium, diesen Insights-Tab und da sieht man, wie die Entwicklung der Angestellten ist. Wow, von 14.898 im März 2018 auf 20.165, ordentliches Wachstum. Man sieht die Verteilung der Mitarbeiter nach Funktionen, wann neue Mitarbeiter angestellt wurden, welche Notable Company Alumni sich erfinden lassen und auch welche Job Openings es gibt. Macht in erster Linie Sinn, bei größeren Unternehmen, bei KMUs wird man diesen aggregierten Statistiken nicht wahnsinnig viel Mehrwert entnehmen können, aber ich denke gerade vielleicht für Wirtschaftsjournalisten ein ganz nettes Detail, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht das Killer-Feature, wegen dem man sich diesen Premium-Account nimmt. Bereits erwähnt, das Open Profile, wir haben Unlimited People Browsing, was heißt das? Wenn du die LinkedIn-Suche verwendest und eine gewisse Zahl von Suchanfragen überschreitest, dann wird dich LinkedIn darauf hinweisen, dass es jetzt mal gut ist für dieses Monat oder dass du dir eben einen Premium-Account nehmen sollst. Sinn der Sache ist, LinkedIn will damit verhindern, dass über die normale Suche, die auch schon sehr mächtig ist, man quasi Tools wie den Sales Navigator oder auch den Recruiter komplett ersetzt. Das heißt, wenn du in die Situation kommst, dass dann LinkedIn irgendwann sagt, schränk dich etwas ein mit deinen Suchen, dann wäre das natürlich auch ein Grund. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Resume Builder. Das ist ein Tool, da kann man sozusagen mit einem Klick aus dem eigenen LinkedIn-Lebenslauf ja, ein Word-Dokument oder ein PDF generieren. Das sind im Wesentlichen die Unterschiede. Meiner Ansicht nach ganz, ganz spannend. Primär natürlich die LinkedIn-Learning-Kurse. Und gegebenenfalls, das hängt dann natürlich davon ab, wie neugierig man ist, diese erweiterten Statistiken, die man eben hier bei den Profilbesuchern bekommt. Das wären im Wesentlichen die Gründe, warum man LinkedIn Premium verwenden wollen würde. Ich muss aber auch dazu sagen, die Grundfunktionen der Plattform, Publishen, Kontakte hinzufügen, mal abgesehen von dem Suchlimit, Gestaltung des Profils, das ist alles vollumfänglich im Gratis-Account enthalten. Da gibt es keine extra Multimedia-Dateien, extra Profilelemente oder so. Mit anderen Worten, das, was ihr wirklich braucht, ist beim Gratis-Account dabei und der Premium ist ein nettes Add-on, vor allem, wenn man vorhat, Kurse zu machen. Aber meiner Ansicht nach absolut kein Must-Have. So, und damit werfe ich mal einen kurzen Blick ins Kommentarfeld, bevor wir zum Interview mit Udo kommen. Hallo Miroslav, hallo Silvia. Ah ja, gerne, nichts zu danken. Ich winke immer gerne mit Betonfehlen. Hallo Robert, hi Sheila, hallo Inge, Gudrun, Patrick, Heinz auch dabei. Uppercase, gut gelaufen, zufrieden mit dem Outcome. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich wie immer natürlich noch viel mehr, wenn ihr ein Like hinterlasst oder im Idealfall einen Kommentar. Wir Content Creators
We live by the feedback of our audience. Und damit kommen wir zu meinem heutigen Studiogast. Ich habe mich schon lange auf dieses Interview gefreut. Ich habe Udo Schlögl voriges Jahr kennengelernt und bin dann auch sehr, sehr schnell sein Kunde geworden, nachdem ich seine Fotos gesehen habe. Udo ist Fotograf, hat sich spezialisiert auf Headshots, hat auch mein Foto gemacht und im Interview erzählt er uns, worauf es bei einem guten Headshot ankommt und welche Rolle Fotos beim Personal Branding spielen und natürlich auch, wie seine Karriere verlaufen ist. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil des Interviews mit Udo Schlögl. Lieber Udo, herzlich willkommen. Du bist Fotograf. Man sagt ja, heutzutage ist jeder mit einem Smartphone Fotograf, aber du bist richtiger Fotograf und spezialisiert auf eine ganz bestimmte Art von Bildern, nämlich Headshots. Ich finde deine Arbeit ganz hervorragend. Deswegen habe ich mich auch von dir fotografieren lassen. Bin super glücklich mit dem Bild. Super. Erzähl doch mal, wie verlief deine fotografische Karriere oder dein fotografischer Werdegang? Naja, diese ganze Story will ich jetzt nicht zum Besten geben. Das sprengt ein bisschen den Rahmen. Aber im Zeitraffer will ich vielleicht einfach nur 3 Jahre zurückgehen, weil auf der Suche nach dem, was ich vielleicht fotografisch in der Zukunft machen will, bin ich über die konzeptionelle Fotografie gestolpert. Und das hat mich fürchterlich fasziniert. Und die konzeptionelle Fotografie ist auch dann ein Teil geworden von Porträts. Die haben mich auch fasziniert. Und irgendwann einmal ist mir der gute Peter Hörle über den Weg gelaufen. Entschuldigung, Zwischenfrage. Wodurch definiert sich konzeptionelle Fotografie? Im Grunde genommen ist eine konzeptionelle Fotografie das, was der Name sagt. Du machst ein Konzept. Das Bild entsteht im Kopf, sollte eigentlich immer bei einer Fotografie sein. Und du erschaffst eigentlich nicht bestehende Realitäten, Wirklichkeit, deine eigene Wirklichkeit. Du setzt ein Bild aus verschiedenen Dingen zusammen und entweder gestaltest du es in der Kamera oder meistens wird es aus vielen verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzt. Und das habe ich auch bei der Porträtfotografie dann gemacht, dass einfach das Modell schon so vorbereitet war mit allen möglichen Dingen. Ich glaube, da hinten sieht man eines davon, wo einfach das Bild schon fertig ist und die Kamera macht eigentlich nur mehr die Aufnahme. Peter Hörle, wie gesagt, über den Weg gelaufen und der hat mich angetickt mit einer ganz speziellen Art von Porträt. Und das sind diese Headshots. Ich muss gestehen, so wird es vielen auch anderen gehen, wusste nicht, was ein Headshot ist. Viele denken an ein Passfoto, oder? Ja. Ein Passfoto ist ja im Grunde genommen auch ein Headshot. Das Einzige, was ein Headshot und ein Passfoto unterscheidet, Passfoto ist emotionslos. Ja? Kein Lächeln erlaubt. Ein Headshot soll Emotion zeigen. Und beide im Grunde genommen sind einfach Porträts. Und das ist das, was viele einfach nicht verstehen. Es ist nichts Neues, es ist nichts Erfundenes. Es ist eine ganz spezielle Art von Porträt. Punkt. Ganz einfach. Tja, vielleicht noch ganz kurz, der ist mir über den Weg gelaufen. Ich bin in seine Schule gegangen, das war ungefähr vor 3 Jahren, und habe quasi meine Meisterprüfung bei ihm gemacht in Headshots. Und seit September bin ich quasi ein Meisterschüler, kann man das so sagen, übersetzt. Im Englischen heißt es dann Associate der Headshot-Crew. Und ich bin der erste und einzige im Moment noch Associate und gewissermaßen ausgewiesener Partner der Headshot-Crew. Ehrt mich, freut mich. Und das ist jetzt immerhin 1,5 Jahre her. Also September 18 wurde ich quasi zum Ritter geschlagen. Was muss man dazu können als Fotograf? Weil, wie gesagt, es gibt sehr viele, fast jeder Fotograf hat Porträts grundsätzlich im Portfolio.
Was unterscheidet Mitglieder der Headshot Crew vom normalen Porträtfotografen? Also im Wesentlichen, die Kamera und die Technik ist vollkommen nebensächlich. Also es wird einmal vorausgesetzt, dass du dein Equipment, deine Kamera und die Technik beherrschst. Und es geht nur um den Menschen. Du musst in der Lage sein, innerhalb sehr kurzer Zeit einen Menschen dazu zu bringen, Emotionen, die er will, die du willst, ins Bild zu bringen. Zu dirigieren, zu lenken, ich will gar nicht sagen coachen, weil das ist so abgelutscht, diese Fähigkeit, richtig den Menschen zu lenken, dass er im Bild dann letztendlich so aussieht, wie er wirken möchte, das ist eine Fähigkeit, die du lernen musst. Das ist nicht etwas, was du im Lehrbuch oder in einem 2-Wochen-Kurs lernen kannst. Also ich werde auch nicht so in 3 Monaten zum Headshot-Fotografen Kurse anbieten, weil ich habe immerhin 13 Monate gebraucht dazu, um diese Skills oder diese Fähigkeiten, Fertigkeiten mir anzueignen. Das ist im Kurzen und Ganzen. Es sind einfach ganz spezielle Fähigkeiten, mit Menschen umzugehen. Abschnitten mit Menschen an Draht aufzubauen, dass sie Vertrauen schenken. Ich meine, du warst ja bei mir, du weißt eben, ja, wie das funktioniert. Ja, bei manchen geht es schneller, bei manchen anderen langsamer, aber das ist im Wesentlichen die Eigenschaft, die du erwerben musst, um einfach sensationelle oder gute, was ist schon sensationell, einfach gute Headshots zu machen. Das heißt, ich habe es ja, wie du sagst, ich habe es ja selber auch erlebt, so ein Fotoshooting bei dir ist eigentlich ein Prozess, wo man auch während des Shootings immer wieder die Zwischenergebnisse sieht und dann möchtest du in die oder in die Richtung gehen und das daraus können unsere Zuseher jetzt schon folgern. Das ist nicht in 5 Minuten erledigt. Du hast gesagt, geht manchmal länger, manchmal kürzer. Wie lange dauert so eine Fotosession normalerweise? Also bis jetzt habe ich kaum noch unter 1-1,5 Stunden für eine Session gebraucht. Jeder braucht seine Zeit, um die Kamerascheu zu verlieren. Und selbst diejenigen, die es gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen, haben irgendwelche eingeübten oder eingelernten Mechanismen vor der Kamera. Das Schlimmste ist, wenn ich mit einem Model im Studio arbeite, weil die haben ihre Posen, die sie sofort einnehmen und die haben aber in einem Headshot eigentlich überhaupt nichts verloren. Also du brauchst eine Zeit, bis der Mensch sich an die Kamera gewöhnt, beziehungsweise nicht nur gewöhnt, sondern die Kamera einfach vergisst und man kommuniziert quasi durch die Kamera und ich fange einfach die besten Momente ein über meine Anleitung. Und du hast jetzt seit du diese Headshots machst, glaube ich, auch schon eine ganze Menge sowohl Personen für Unternehmen fotografiert, als eben auch diese klassischen Social-Media-Porträts gemacht. Weil man braucht ja eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen das Avatar-Bild. Jetzt kann man sagen, auf Facebook ist eigentlich, auf Xing ist ein schwarzes Trauerfeld auch okay. Oder auf Facebook kann man irgendwas Lustiges machen. Aber auf LinkedIn ist ja die Empfehlung von allen ein klassischer, straighter Business-Headshot. Was macht ein gutes LinkedIn-Bild aus? Naja, das ist in 2 Punkten, 3 Punkten sehr einfach erklärt. Ein Profilbild sollte so aussehen, wie wenn du jemanden im richtigen Leben einfach gegenüberstehst. Du schaust ihm in die Augen, kannst seine Emotionen und seine Reaktionen miterleben und du stehst einem realen Menschen gegenüber und so soll ein Headshot ausschauen. Das heißt, das Bild sollte weitgehend den Kreis, diese 400 Pixel, was dieses Format hat, ausfüllen. Es soll hell sein und man soll die Augen erkennen. So, und das ist es schon. Und welche Emotion du rüberbringst, hängt letztendlich von dir, was du haben willst. Ich habe ja meine Verkleidung auch mit. Freundlich. Es soll einfach ein sympathisches, freundliches Bild darüber kommen. Oder in der Form, wie du wahrgenommen werden möchtest. Und das sind die 3 Elemente. Hell, man soll Augenkontakt mit dir aufnehmen können. Und es soll eine Emotion, es soll freundlich sein. Emotion, die freundlich rüberkommt, drauf sein. Das ist es schon im Wesentlichen. Bilder, ja, und Augenkontakt, ganz, ganz wichtig. Du sollst deinen Augenkontakt herstellen. Und immer wenn du in die Kamera schaust, hast du diesen Augenkontakt. Weil es gibt genug Bilder, die schauen irgendwo hin oder nach oben und sind blau, kann ich mich erinnern. Blau? Oder? Nein, wer würde sich denn jetzt ein Bild blau einfärben? Wer macht denn sowas? Das kann nur jemandem einfallen, der einen mittelschlechten Selfie von sich selber gemacht hat mit dem Selbstauslöser. Aber es ist erstaunlich, dass du das sagst. Ich habe nämlich... Und
ich war selber baff. Ich habe jetzt schon mehrmals wortwörtlich das Feedback bekommen bei Meetings. Du schaust ja genauso aus wie auf dem Profilbild. Das habe ich eigentlich an Hammer gefunden. Also das ist in diese Richtung eigentlich genau das, was du erreichen möchtest damit. Ja. Eine Frage noch, weil du gesagt hast, hell ist einer der Faktoren. Das ist jetzt nicht unbedingt mit den Farben gemeint, oder? Ich wollte ja, als ich zu dir gekommen bin, eigentlich einen weißen Hintergrund. Hat ja oft diese Entscheidung, dunkel oder hell. Ich habe dann doch das Dunkle genommen, weil es mir besser gefallen hat. Was verstehst du unter hell in dem Zusammenhang? Na, hell, damit meine ich, das Gesicht soll einfach gut belichtet, beleuchtet sein. Also du sollst nicht in einem Tunnel aufgenommen werden. Einfach ganz ein normales Gesicht, das du hell beleuchtet erkennen kannst. Ob jetzt der Hintergrund weiß oder grau ist, ist einfach eine Geschmacksfrage und vor allem, wo man es dann verwendet. Aber bunt würde ich in keinen Fall empfehlen, weil es gibt sehr wenig Farben, die mit der Haut wirklich harmonisieren. Und alles, was zwischen weiß und schwarz ist, kann man vernünftig verwenden und kann man auch irgendwo einbetten. Ob es jetzt eine Webseite ist mit einem weißen Hintergrund oder Testimonial oder Editorial in einem Buch mit einem dunklen Hintergrund, funktioniert wunderbar. Bunt würde ich nicht nehmen. Es gibt einige, die entweder, weiß ich nicht, grün, rot und irgendwelche Farben haben. Natalia fällt mir ein, die hat das Türkis, gut, aber das ist halt ihr. Ich wüsste nicht, warum man das tut, außer halt aus dem Scrolling-Effekt rauszustechen. Kann eine Branding-Frage sein, warum nicht? Also ich sage nicht No-Go, für mich ist es ein No-Go, aber man kann es einfärben, keine Frage. Ja. Jetzt ist ja sozusagen auch dieses Avatar-Bild, das spielt ja sehr stark rein ins Thema Personal Branding. Es gibt ohnehin auf einem LinkedIn-Profil sehr, sehr eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Keine Schriftformatierungen, ein paar Emojis, die man halt auch entweder sehr sparsam oder viele wollen es auch gar nicht verwenden kann. Das heißt, es bleibt eigentlich nur dieses Header-Bild und eben das Avatar-Bild, das man zuerst sieht. Die Multimedia-Elemente muss man erst auch mal runterscrollen. Was macht einen guten ersten Eindruck aus? Oder wie kann ein Bild einen positiven ersten Eindruck unterstützen? Freundlich. Freundlich. Du solltest freundlich auf dem Bild sein. Nicht unbedingt Emotionen sprühend, das muss zu dir passen. Also ich hatte mal eine Dame vor der Kamera, die kann man nicht ruhig und normal und ernst abbilden. Die ist immer nur am Lachen. Dann passt es wieder. Aber es muss irgendein Foto, eine Emotion sein, die zu dir passt. Und aber so das klassische Vorstandsvorsitzenden-Bild mit Eisenstock und dem Wolfsrudel und der finsteren Miene, das ist nicht der beste Weg. Das Bild muss dir selbst gefallen. Das ist einmal der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist eher, frag die anderen. Das ist einfach immer ein Tipp, den ich jedem gebe. Frag die anderen, was die von deinem Bild letztendlich halten. Weil so wie du dich wahrnimmst, du kennst Partybilder, du kennst alle möglichen Fotos von dir in allen möglichen Situationen. Frag die anderen, wie du rüberkommst, wie du wirkst, wie sie dich wahrnehmen. Und nach dem kannst du dich richten. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ein Foto noch immer im Profil drinnen, was ich jetzt wechseln werde. Mit einer Verkleidung, mit einer Brille und ich schaue ein bisschen ernst. Für mich war es, weil ich leicht schmunzel, doch nicht so böse. Aber es wird anders wahrgenommen und das ist eine Lehre, die ich gerne weitergebe und die ich auch selber gemacht habe. Also nicht, wie du dich selber wahrnimmst, ist der richtige Weg, sondern wie dich die anderen wahrnehmen. Aber frag aber nicht unbedingt deine Mami oder deine Freundin, die sind nicht. Ja, nicht der engste Freundeskreis. Ja.
Wichtigkeit eines guten Headshots kann man also gar nicht hoch genug einschätzen. Abgesehen davon wusste ich nicht, dass Udo auch so superlässige konzeptionelle Porträts macht. Ist euch die Nonne aufgefallen? Hammer, Hammer, Hammer. Der zweite Teil des Interviews folgt in Kürze, doch davor noch zwei Ankündigungen. Am 25. März, das ist gestern in zwei Wochen oder heute in 13 Tagen, gibt es an den Europawirtschaftsschulen Wien den letzten Deep Dive Ganztagesworkshop zu LinkedIn mit mir. Und wir haben noch vier Plätze für euch. Es sind Kleingruppen, es wird sehr intensiv und ich werde euch die ganze Bandbreite von Profiloptimierung, Content Marketing und Social Selling näher bringen. 490 Euro für einen ganzen Tag, it's basically a steal. Und die nächste Gelegenheit dazu gibt es in Wien dann erst wieder im Herbst. Link zum Workshop und alle anderen Links zum Intro mit Udo und zu den Status-Updates der Woche, wie gewohnt, in Kürze in den Kommentaren. Und damit komme ich zu einem Thema, das mich ganz, ganz besonders freut. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist ein Grund, den Disco-Modus einzuschalten. Nämlich, nächste Woche gibt es zwei LinkedIn-Shows, die Nummer 32, die reguläre Ausgabe mit SEO-Experte Arthur Kosch und Janaina von Moos, die ihre zweite LinkedIn-Challenge starten wird. Am Donnerstag, wie gewohnt, um 16 Uhr und am Freitag gibt es dann eine Sondersendung. Der sehr erfreuliche Grund dafür, Dr. Natalia Wichowski veröffentlicht ihr erstes Buch über Personal Branding. Natalia war mein erster Gast überhaupt hier in der LinkedIn-Show und ich freue mich sehr, sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Natalia, oder wie ich sie nenne, Natalia of the House Wichowski, the first of her name, the LinkedIn Unicorn, Queen of Livestreams, Personal Growth and the first Content Creators, Khaleesi of Personal Branding, Protectress of Common Sense, Lady Regent of the Perfect LinkedIn 5, Breaker of Chains and the Mother of Social Selling. Ja, der war für die Game of Thrones Fans. Also, nächste Woche wird sehr, sehr spannend. Ihr könnt das Buch erstens hier in der Show dann auch gewinnen und euch zweitens auch schon sehr freuen auf das Interview. Wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Hier ein kleiner Teaser dazu. Natalia, du hast soeben ganz, ganz druckfrisch, beziehungsweise digital frisch, wenn man es am Kindle liest, dein erstes Buch veröffentlicht. Worum geht's? Personal Branding mit LinkedIn. Genauer gesagt, warum Personal Branding? Wie funktioniert Personal Branding? Brauche ich Personal Branding? Warum LinkedIn? Und dann gibt es eine handfeste Anleitung dazu, wie man sich eine sensationelle Personal Brand auf LinkedIn aufbauen kann. Ich habe es gelesen, ich kenne die Antwort, ihr braucht Personal Branding und ihr braucht das Buch. Ihr könnt es jetzt hier gewinnen in der Show, unbedingt lesen. Ich habe es gelesen und ja, was soll ich sagen? Das Buch ist nicht so gut, wie ich erwartet hätte, sondern noch besser. Holt euch, lest es, unbedingt eine absolute Empfehlung. Ansonsten muss ich feststellen, ihr seid heute ausgesprochen ruhig. Dabei ein Hinweis des Gesundheitsministeriums an dieser Stelle. Kommentieren in Livestreams ist absolut harmlos und nicht ansteckend. Ja, sicher. Absolut. Also, ich freue mich auf jeden Fall über Anmerkungen, Kommentare. Wie gesagt, nächste Woche dann gleich zwei Ausgaben. Ja. Sagt mir, wie euch die LinkedIn-Show gefällt oder stellt eure Fragen zu LinkedIn. Ich sammle die natürlich und beantworte sie dann sehr gern nächste Woche. In diesem Sinne, ja, Comment. Und damit kommen wir zum zweiten Teil des Gesprächs mit Udo. Im ersten Teil haben wir uns vorwiegend über Porträts unterhalten. Es geht im zweiten Teil auch ein wenig um Fotografie, aber auch um Online-Video, ein immer wichtiger werdendes Medium. Und wir haben uns selbstverständlich auch darüber unterhalten, wie Udo selber LinkedIn nutzt. Viel Vergnügen mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Stichwort LinkedIn, die eine Sache ist natürlich, dass das
dass du über die Headshots viel damit zu tun hast, aber die andere Sache ist, du verwendest LinkedIn auch selber recht intensiv. Wann hast du angefangen damit? Naja, ich bin eigentlich ein Newbie, was LinkedIn anbelangt. Also das Profil habe ich, glaube ich, seit gefühlten, keine Ahnung, 5, 6, 10 Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist halt so ein Profil, wie es viele haben. Es existiert, man legt es an. Und im April habe ich mir gedacht, so, da werde ich jetzt etwas draus machen. Das war halt einfach die erste Wahl. Also April wird es irgendwann, Ende April wird es ein Jahr, dass ich LinkedIn nutze. Und ich muss gestehen, ich hatte keine Ahnung, was sich da wirklich abspielt. Ich wusste zwar, dass es was anderes ist als Facebook, oder ich habe es gehofft, sagen wir mal so. Und es ist wirklich toll. Also die Erfahrungen, die ich hier auf LinkedIn mache, sind wirklich ganz, ganz, ganz andere als auf Facebook. Dort war ich primär Konsument und mit Freunden verbunden, aber da hat man halt lauter Blödsinnigkeiten geteilt. Und da finde ich das Tolle, dass man einfach berufliche Themen, geschäftliche Themen, die mich bewegen, mit anderen teilen kann. Was hat dich dazu bewogen, das ernsthafter oder in höherem Ausmaß zu verwenden oder überhaupt damit anzufangen? Weil ich mir gedacht habe, wo könnte ein Porträtthema wie meines am besten ankommen oder wo könnte dieses Thema Gehör finden? Und das ist in einem beruflichen Umfeld. Jeder braucht im Endeffekt ein vernünftiges Profilbild. Und du hast es ja schon gesagt, auf Facebook ist es vollkommen egal, was du rein tust, muss ja nicht einmal ein Foto von dir sein. Aber gerade hier als Vorstellung deiner Person brauchst du ein Foto. So, und da habe ich mir gedacht, das kann nur der richtige Weg sein, hier aufzutreten, meine Message insofern zu transportieren, dass es einfach wichtig ist, ein vernünftiges Foto drinnen zu haben. Durch Beispiele zu zeigen, wie meine Arbeit ist, wie ich arbeite, kommt erst, dass ich das zeige. Die Ergebnisse zeige ich. Ich habe Gott sei Dank schon einige super Modelle vor der Kamera gehabt aus dem LinkedIn-Netzwerk. Und die zeigen am besten, wie es funktioniert. Und was würdest du sagen von dem, du postest immer wieder Vorher-Nachher-Vergleiche, die oft auf sehr viel Reaktionen hervorrufen. Also das Profilfoto, das die jeweilige Person vorher hatte und dann das Ergebnis nach dem Shooting, das ist immer so, ja, so das Gegenteil von finde die 5 Unterschiede. Also da sieht man den Kontrast dann erst recht. Für mich war das auch ein ziemliches Aha-Erlebnis. Das ist einfach, was würdest du sagen von den Inhalten, die du postest? Welche Formate, welche Themen kommen am besten an? Naja, also mit wem vernetzt du dich überhaupt? Das ist auch eine relevante Frage, weil du hast vorhin schon selber gesagt, ein LinkedIn-Profilbild braucht eigentlich jeder. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist so für die und die Branche oder für die und die Altersgruppe. Das ist ja komplette Querschnittsmaterie. Naja, die Frage stellt sich wahrscheinlich jeder, der auf LinkedIn beginnt, wer ist meine Zielgruppe? Die Frage konnte mir auch am Anfang keiner beantworten. Ich wusste sie auch nicht. Und das ist auch durch Trial and Error entstanden. Also wenn du die ersten Inhalte postest oder die ersten Themen postest, kommen ja Reaktionen. Und letztendlich vernetze ich mich dann und verbinde ich mich mit den Menschen, die sich für meinen Inhalt interessieren, die auf meine Posts reagieren. Ja, und so baue ich schon langsam meine Community auf, weil diejenigen, die interagieren mit mir, davon kann ich ausgehen, dass die meine Arbeit interessiert. Ob die denn jetzt etwas brauchen oder nicht, ein Headshot, ist für mich sekundär. Wichtig ist einmal, dass ich hier eine Community dadurch mir aufbaue, die sich für meine Arbeit interessiert. Punkt. Das ist es einmal fürs Erste. Das verstehen relativ wenige, dass das der zentrale Punkt ist und dass es ja die Community ist, die dir dann Reichweite gibt und weil das Interessante ist ja, wenn wir wirklich von Kundengewinnung sprechen, dass du für Leute sichtbar wirst, die vorher keine Ahnung von dir hatten. Genau, richtig. Und das funktioniert über Community. Das kommt eigentlich sehr gut auch. Das sind die Posts, die meiste Reichweite oder die größte Reichweite und die meisten Reaktionen auslösen, wenn ich so vorher-nachher Beispiele bringe. Weil viele können sich damit auch identifizieren. Weil sie schauen sich ihr eigenes Bild an und sehen dann, was möglich ist. Was mich ja am meisten fasziniert, ist, also sicherlich 2 bis 3 am Tag Nachrichten bekomme ich in meine PN-Box. Schau dir bitte mein Foto an, was sagst du dazu? Was könnte man besser machen? Das ist für mich der Beweis dafür, dass ich
gesehen und gehört werde und dass man meine Expertise, Anführungszeichen, in Anspruch nimmt. Und das gebe ich gerne. Also ich habe schon sehr vielen einfach Tipps und Tricks gegeben, wie sie ihr bestehendes Foto verbessern können. Mache ich auch, habe ich auch gemacht. Einigen einfach das bestehende Bild verbessert. Da macht ja allein der Beschnitt relativ viel aus, wie man den wählt, ob mit Federn oder Holz und so. Ja, schon gut. Allein nur bei dem richtigen Zuschnitt, der sehr viel ausmachen kann. Ja. Früher war es ja so, dass man gesagt hat, ein Hollywood-Schauspieler, wenn der in einer Fernsehserie mitspielt, dann ist das Karriereende sozusagen besiegelt. Dann ist Alec Baldwin gekommen und 30 Rock. Eigenartige Einleitung für die Frage, ich weiß, aber weil wir hier uns jetzt beide auch gerade mit Video unterhalten, wie ist es denn für dich als High-End-Fotografen, ist Video für dich ein Thema? Wie gesagt, das ist eine eigenartige Frage, die jetzt in den Videochat zu stellen, aber ich meine Video als Publikationsformat auf LinkedIn. Naja, es ist überhaupt nicht eigenartig. Für mich, ehrlich gestanden, ist es eigenartig, weil ich bin auf dieser Seite der Kamera selten bis nie bisher gewesen. Mhm. Ich schaue immer durchs Objektiv von der anderen Seite, durch das Okular. Es ist ein ganz immens wichtiges Medium, weil nur Fotos zu zeigen ist das eine und sich selbst und die Arbeit zu zeigen ist das andere. Und das kannst du nur über Video machen. Und es ist für mich ein sehr schmerzvoller Weg gewesen, das jetzt zu tun, dass ich jetzt einfach vor der Kamera sitze und im Endeffekt in eine blöde Linse hineinschaust. Es ist ganz was anderes, als wenn du mit irgendjemandem kommunizierst oder vor einem Publikum mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Leuten redest. Du hast irgendwo eine Reaktion, auf die du reagieren kannst. Aber die Linse, die tut nichts. Die starrt dich an und du starrst hinein. Aber es ist ein tolles Medium. Also ich kann nur jedem empfehlen, der etwas zu sagen hat, das nicht als Text allein ausreichend kommuniziert werden kann, Video zu verwenden. Und das werde ich auch tun. Übrigens, mein erstes Video ist live. Donnerstag, vorige Woche. Du meinst dein erstes Live-Video? Oder? Nein, nicht LinkedIn Live. Mein erstes Video, das mich quasi als Protagonisten. Ja, klar. Du hast aber vorher in der Dach-TV-Gruppe schon was gepostet, gell? Naja, das war die Übung. Eben, das hatte ich jetzt im Kopf nämlich. Deswegen habe ich gesagt, ich habe das schon vorher was gesehen, ja? Das war Übung. Ja, klar. Hat mir etwas, ich würde sagen, die Scheu, ja. Natürlich, es ist immer ganz was anderes, jemanden in einem Video darzustellen und sich selber als Protagonisten zu sehen. Und vor allem das Schwierige ist ja dabei, ich habe kein Team, wo jemand hinter der Kamera steht und mit mir interagiert. Ich kann die Kamera nur aufstellen, setze mich davor und mach. Aber wir haben, und das habe ich selber gemerkt bei ganz vielen Bereichen, wir haben die Community. Du hast dich beschwert, dass mein Bild blau eingefärbt ist. Der Martin Goldmann hat sich ständig beschwert, dass meine Videos blau eingefärbt sind. Beschwert hat sich keiner. Naja, aber ich habe es halt da nichts überblieben, als mal besseres Licht zu besorgen und das Ganze auf ein höheres Level zu bringen. Ich finde das schon sensationell. Es ist nur ein einzelnes Beispiel. Aber du bist stellvertretend, Richie, du bist stellvertretend für viele. Du hast ein Selfie genommen, irgendeinen Snapshot, damit du ein Bild hast, weil. Genau. Man braucht einfach ein Bild. Genau. Blöd. So. Und damit du nicht irgendeinen Avatar reintust, der nicht einmal du bist, hast du halt irgendeins genommen. Und das machen sehr viele. Und das bleibt drinnen, weil, was die Provisorien halten ewig. Ja. Der andere Punkt war, dass ich schon einige Porträt-Shootings hatte und die Ergebnisse, zumindest für meinen Geschmack, weit schlechter waren als die Selfies, die ich selber produziert habe. Das ist halt auch die andere Sache. Okay. Das muss man auch mal erwähnen. Aber was ich dich eben noch fragen wollte, was bei mir jetzt oft aufgefallen ist, die eine Sache ist natürlich die, du zeigst sehr viel her, ich poste auch recht viel, aber man kriegt da schon viel zurück auch an Feedback und Infos von der Community. Wie geht's dir damit? Also Kritik, ich liebe Kritik, weil nur über Kritik hast du die Möglichkeit zu reflektieren und etwas, was nicht passt, zu verändern. Also etwas nicht passt in den Augen der anderen. Weil du machst ja immer irgendwas, was dir selbst ja in den Kram passt. Aber wenn du quasi öffentlich im Raum stehst, solltest du gewisse Eigenheiten ablegen. Dieses Feedback ist gut, wenn es kommt. Und auch für die Arbeit. Weil nicht alles, was ich tue, ist 100% perfekt und gut. Und wenn da Feedback kommt,
schätze ich das sehr und auch im Bereich Video, weil du bist selber ja nicht objektiv. Genau. Das gilt für Video, es gilt für jeden Bereich, wo du etwas Kreatives tust, solltest du Feedback holen. Aber eines sollte man da nicht vergessen, seinen eigenen Weg nicht vergehen. Weil wenn einer sagt, Headshots sind, ist es eine individuelle Wahrnehmung und Meinung, bedeutet aber nicht, dass ich deswegen keine Headshots mehr mache. Ich bin einfach der Botschafter dieses Wortes Headshot, weil im deutschen Sprachraum gibt es dieses Wort, ja. Naja, bei den Computergamern gibt es schon. Ja, ja. Bei den Killerspielen. Ja. Headshot. Das ist ja Headshot. Auch Headshot. Das ist ja das, wo die meisten ja. dieses Wort herhaben oder, ja. oder assoziieren. Ja, auf jeden Fall. Also, was du da gesagt hast, ich finde mit der Kritik, das ist auch super wichtig, dass es so teilgeschützte Werkstätten gibt. Bevor ich die Social Media Vorlesung gehalten habe, habe ich kleinere Pro-Seminare gehabt, so mit 30 Teilnehmern. Als ich auf der Uni war, musste mein Seminar ein Referat halten und dann hast du halt immer das Problem, irgendjemand haltet ein wirklich nicht besonders tolles Referat und dann fragt der Lehrveranstaltungsleiter, wie hat es euch gefallen und dann sagt niemand was, weil du willst ja auch nicht kritisiert werden dann von dem. Ich habe dann immer zu meinen Leuten gesagt, ihr müsst Präsentationen machen und ihr müsst ehrliches Feedback geben, wenn der die Hände in der Hosentasche hat oder so. Das ist wichtig, das muss man wissen. Und ich habe es halt von der Note entkoppelt sozusagen. Deswegen finde ich auch die Dachgruppe recht gut. Und ich weiß nicht, gibt es eigentlich in Richtung Fotografie, ich weiß, auf Facebook gibt es einige sehr populäre Gruppen in die Richtung. Gibt es da auf LinkedIn auch etwas, was sich auszahlen wird für Fotografieinteressierte? Auf LinkedIn ist mir offen gestanden sowas nicht bekannt. Es gibt im Facebook-Bereich einige, da sind hauptsächlich Fotografen drinnen, die sich halt gegenseitig Feedback auch geben. Ja. Aber auf LinkedIn gibt es sowas. Also ich kenne es nicht. Sollte es jemand kennen, gern über die Information. Aber wo einfach es darum geht, Feedback zu kriegen, also dass deine Arbeit bewertet wird. Es ist ja sehr schwierig, Arbeit, die künstlerische Komponenten hat, in irgendeiner Form zu bewerten. Weil wenn jemand ein Foto macht, will er es, geht man davon aus, er will es so haben. Also es ist ein künstlerischer Aspekt dabei. Und da kann man dann nicht dran kritisieren, das ist unscharf oder das ist zu dunkel. Man könnte davon ausgehen, er will es so. Man kann nur die Kritik weitergeben, pass auf, das Foto ist zu dunkel, das Foto ist, weiß ich nicht, du bist nicht richtig im Bild positioniert und so weiter. Ist ein Feedback, was nützt, und derjenige muss halt dann selber entscheiden, will er etwas damit anfangen oder nicht. Ne? Siehst, meine Frau sagt nämlich immer zu mir, ich mache so schlechte Fotos von ihr mit dem Handy, ich werde das immer sagen, ich will das so. Das war künstlerisch geplant. Kreativität, das ist genau. Kreativität. Also, lieber Udo, die Abschlussfrage, die ich allen Gästen in der Datenschmutz LinkedIn-Show stelle, erzähl uns doch irgendetwas über dich, das der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks nicht weiß oder wahrscheinlich nicht weiß. Tja, ich muss gestehen, was ich jetzt sage, habe ich auch schon fast vergessen. Wenn man mich so schon nicht erkennt, würdest du mich wahrscheinlich am vorigen Sonntag auch nicht erkannt haben. Ich bin nämlich mit einem Bike unterwegs, nicht mit einem Mountainbike, sondern mit einer dem Alter entsprechenden Chopper. Was für eine? Das ist eine Yamaha 1200 Dragstar. Schönes Bike. Ich bin jahrelang Hornet gefahren. Und das Schöne ist, man trifft auch dort Menschen, wo man nicht vermutet, was die für einen Background haben. Von Generaldirektor bis zum Arbeitslosen trifft man alle, am besten auf der Dopplerhütte oder sonst irgendwo auf der Straße. Was ist eigentlich mit der Dopplerhütte los? Warum ist die, die ist, glaube ich, seit 15 Jahren wegen Krankheit geschlossen, oder? Das ist eigenartig. ja, keine Ahnung. Aber, ja, nein, das vermisse ich schon. Ihr habt aufgehört wegen den Hunden. Ja. Nichts Genaues weiß man. Ja, es ist. Beiwagenmaschine wäre cool, aber 1200 dann wieder mal schönen Ausflug. Ich bin Schönwetterfahrer und dadurch gibt es sehr wenige Tage im Jahr, wo man wirklich damit fahren kann. Das ist wie mit einem Cabrio. Ja, absolut. Das ultimative Cabrio. Das ultimative Cabrio, genau. Lieber Udo, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut, lieber Ricci. Wir bleiben in Kontakt. Und wir bleiben in Kontakt. Wir sehen uns, wir hören uns. Es hat mich gefreut. Ciao. Bis dann. Ciao, Ricci.
Vielleicht ist ja der oder die eine oder andere von euch auch motiviert, mal einen kritischen Blick aufs eigene Profilbild, auf den eigenen Headshot zu werfen. Und wie Udo ja auch gesagt hat im Interview, da ist der erweiterte Freundeskreis natürlich ein willkommener Feedbackgeber. Wir sind damit schon fast, aber eben noch nicht ganz am Ende der Sendung angekommen, denn, wie ihr wisst, bevor die LinkedIn-Show endet, folgen die Right On. Auch die Status-Updates der Woche können dieses Mal ihre, meine Showcam ist das. Hallo. Zweite Webcam nicht deaktiviert. Talk to the hand. Tun wir die mal weg. Auch die Status-Updates der Woche, diesmal natürlich anlassbezogen, relativ Corona-lastig, wenn auch nicht das erste, von meiner lieben Kollegin Marina Zayat aus Frankfurt. Ein Posting, sie zitiert hier auch die, einen Beitrag von Margaret Molloy aus dem T3N Magazin. Social Media ist ein Kontaktsport, den Vorgesetzte nicht von der Seitenlinie aus praktizieren können. Was ist damit gemeint? Dass es eben sehr, sehr wichtig ist, wenn man in einem Unternehmen Social Media, und zwar die volle Bandbreite, Social Selling für den Vertrieb, Employer Branding, Content Marketing natürlich auch einsetzen möchte, dann ist es super, super wichtig, dass die Führungsebene, der C-Level, die Manager eine Vorbildwirkung ausüben und sich auch selber mit diesen Medien beschäftigen, vertraut machen. Das muss nicht in einem Zeitausmaß passieren, wie es ein Social Media Marketer tut. Da kann man auch mit 10 Minuten sehr viel erreichen am Tag, wenn man die richtigen Handgriffe macht. Und da geht es ja eben dann nicht nur darum, sich selber als Führungskraft zu positionieren, sich selber auch innerhalb der Branche als Experte sichtbar zu machen, sondern eben auch diese so wichtige Vorbildwirkung im Unternehmen zu entfalten. Also meiner Ansicht nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, haha, das hat schon was. Man kann sich selber ein- und ausschalten. Marina hat auch einen Artikel verfasst zu dem Thema 10 Minuten. Wie findet ein CEO Zeit für Social Media? Natürlich gerade in der Management-Ebene eine nicht gerade im Übermaß verfügbare Ressource in der Regel, die gute alte Zeit, aber da kommt es vor allem auf Effizienz an und die langfristigen Resultate rechtfertigen diesen Zeiteinsatz auf jeden Fall. Phyllis Scacella schreibt vor einem Tag über New Work. Wollen wir denn unbedingt in jeder Situation und immer und für jedes Unternehmen New Work? Welche Nebenwirkungen hat unsere neue Arbeitswelt? Der Anlass war ein Artikel von Tim Richter auf Xing und zwar ein sehr, sehr spannender Text mit dem Titel, was sich auch mit New Work nicht ändern wird. Also die Überlebensfrage des Unternehmens hat höchste Priorität. Hierarchien werden nicht verschwinden. Sehr, sehr interessante Standpunkte, quasi eine Gegenposition zum überbordenden Optimismus in Sachen New Work. Björn Tantau weist auf ein paar Argumente, haarsträubende Argumente in der Tat, gegen Social Media hin. Zum Beispiel, Social Media haben wir mal 3 Monate lang versucht, hat nicht funktioniert und weist da eben auch auf diese Schizophrenie hin, dass 73% der Marketer zwar glauben, dass Social Media somewhat effective ist, aber es für so viele eben nicht funktioniert. Das hat verschiedene Gründe, da spielt sicher auch das klassische Kampagnendenken mit rein. Genau so funktionieren Social Media Plattformen eben nicht. You're in it for the long run, Social Media, als Ausdauersport sozusagen. Christian Spanik war nicht am Mobile World Congress, der ist nämlich ausgefallen, so wie viele Großveranstaltungen, hat aber trotzdem von Hannes Rückheimer sehr interessante News erfahren über die aktuellen Smartphone-Trends. Da tut sich nach Jahren, sage ich mal, von nahezu austauschbaren Android-Generationen mit jeweils einer geringfügig besseren Kamera endlich wieder mal was. Carbon-Handys stehen vor der Tür. Und auch ganz interessant, vielleicht nicht nur für die
Retro-Fans des guten alten Nokia Communicators, Klapphandys feiern ihr Comeback. Also, sehr, sehr interessanter Beitrag. Schaut euch den an. Alle Innovationen und 059, das geht ganz offen zu, das habe ich Digitalmagazin hier nicht verfolgt. Ich muss sagen, Touchscreen hin oder her, so die eine oder andere Träne weine ich der Tastatur durchaus nach wie vor noch nach. Geht es euch auch so? Günther Wagner fragt sich aus natürlich hochaktuellem Anlass, wie ist das denn so mit der Resilienz in Unternehmen, in komplexen, dynamischen Umfeldern? Beziehungsweise er fragt sich das nicht nur selbst, sondern spricht mit Bodo Antonitsch im Leadership Café darüber, ob der Coronavirus ein Gamechanger oder kein schwarzer Schwan. Und dann war ich ein sogenannter Black Swan ist möglicherweise der eben zu einer drastischen Wirtschaftskrise führt. Sehr interessantes Gespräch. Sollte sich jeder anhören, der sich fragt, welche Auswirkungen diese Corona-Krise denn tatsächlich im schlimmsten oder besten Fall auf unsere Wirtschaft haben könnte. Franziska Gröger, die virtuelle Assistentin mit einem Hang für Podcasts, hat mit Engin zusammengearbeitet. Engin hat endlich seinen ersten Growth Engine Podcast veröffentlicht. Auf Spotify könnt ihr den nachhören. Und zwar spricht er natürlich über Growth Hacking. Und sein Interviewpartner ist der Swiss Optimizer Bruno Arecker. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und im Intro hört ihr Franziska. Wirklich eine ganz, ganz tolle Podcast-Stimme. Thomas Geiswinkler weist darauf hin, ich muss sagen, es ist mir bisher entgangen, finde ich auch sehr spannend, dass auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, bisher wirklich ein sehr beeindruckendes Krisenmanagement der Regierung, auf LinkedIn vertreten ist und dort auch aktuell informiert. Es gibt auf LinkedIn ja auch eine redaktionell von Sarah Weber betreute aktuelle Story mit eben Informationen zum Virus und hier auch ein Posting von Sebastian Kurz. Virus weder um Europa noch um Österreich einen Bogen machen auch wird. Aber was wir schaffen können, Video ist, dass wir die Verbreitung auf LinkedIn kommuniziert. Finde ich sehr gut. Eine absolut geeignete und sinnvolle Plattform für offizielle oder Regierungskommunikation. Nicht zu verwechseln mit parteipolitischer Propaganda. Parteienwerbung ist auf LinkedIn ja sowieso verboten, aber immer mehr Politiker nutzen die Plattform, ist natürlich auch für Politiker und für Regierungsmitglieder ein sehr, sehr spannender, direkter Draht zu wirtschaftstreibenden Entscheidern bis hin zu EBUs. Gute Sache. Ja, Profil von Sebastian Kurz hat auch schon über 6000 Follower, werden sicher noch einige mehr werden. Auch Britta Behrens postet hier einen, sage ich mal, CC Corona Content. Sie ist nämlich gerade auf der Campix, ich sag mal Campix oder Campix. Und wie ihr seht, hier hat sich ein perfekt TikTok gelobtes Corona Begrüßungsritual entwickelt. Wie schon eingangs erwähnt, nicht den Humor verlieren, auf das Beste hoffen. Trotzdem müssen wir natürlich davon ausgehen oder ganz sicher werden die nächsten Wochen alles andere als normal verlaufen. Workshops, Veranstaltungen, Konferenzen, da wird sehr viel abgesagt werden. Ich biete auf jeden Fall allen meinen Kunden und wenn ihr daran Interesse habt, sehr gerne die Möglichkeit, Workshops ersatzweise auch über Zoom zu halten, beziehungsweise One-to-One-Coachings im Einzelgespräch zu machen. Da lassen sich solche Technologien ja sehr, sehr sinnvoll einsetzen. Nähere Details dazu am Montag. Und damit komme ich zu letzten Status-Update der Woche, wie jede Woche, heute Donnerstag, morgen Freitag, und zwar der 36. Freitag am 13. März 2020. Markiere, empfehle 1 bis 3 Kontakte oder auch mehr gerne aus deinem Netzwerk. Tagge das Posting mit Linked Friday und ja, wir alle finden spannende neue Kontakte zum Vernetzen. Und damit sind wir jetzt auch wirklich bereits am Ende der 31. LinkedIn-Show angekommen.
eine kurze Vorschau auf die nächste Woche, ausnahmsweise zwei Sendungen, und zwar am Donnerstag bei mir zu Gast SEO-Experte Arthur Kosch und Shanaina von Moos, die ihre LinkedIn-Challenge vorstellen wird. Am Donnerstag zur gewohnten Uhrzeit um 16 Uhr und dann am Freitag eine Sondersendung zu Dr. Natalias neuem Buch. Danke, dass ihr dabei wart. Wie immer freue ich mich über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Die Links zur Sendung folgen sofort. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne hier über LinkedIn oder auch über die Page zur Sendung am Blog. Ich beantworte eure Fragen in der Rubrik Frag den Ritchie und freue mich schon darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ja, wünsche einen angenehmen Abend, alles Gute und bleibt virenfrei.